Hallo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Röpi. Und mein Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Donkey Kong Country. Ja. Ich gehe da rein. Loopy Lights. Loopy Lights. Ran. Das ist eine ziemlich dunkle Mine, ne? Oder auf einmal da runter. Oh. Gott. Du kannst eigentlich immer nur Button eischen, ey. Ja, muss ich erst mal gucken. Vielleicht dreht sich das ja. Ja, guck. Warte. Der ist gesprungen, ne? Hast du den gesehen? Dieser Pisser. Hast du den gesehen? Der ist nämlich so lila, der springt nämlich. Das sind nämlich andere Klapp-Klapps. Warum? Warum kann ich nicht so sagen, wie Klapp-Trap aus Fortnite? Obwohl, das ist noch nerviger, also. Und die Scheiße, ist das dunkel hier drin, ey? Ja, aber wir machen ja nicht immer an. Ja. Scheint aber nicht auszugehen, doch. Doch. Natürlich geht er. Na, dabei, der geht halt raus. Müssen wir Fässertechniker irgendwie rufen. Ja. Ey, mein Fass geht die ganze Zeit aus, Mann. Ja. Aber warum wollte ich es jetzt die ganze Zeit auf on schalten? Wollt ihr wieder was haben, ne? Hat den Fuß gebissen. Oh. Hat den Fuß gebissen. Das ist eigentlich nur, musst du die ihm jetzt einzahlen, ey. Ich tritt auf den drauf, wenn ich den nach nächstem Mal sehe. Ja. Dann tötest du den, bis er tot ist. Ja. Geht ja auch. Ein paar Kilo zu einem Riesengorilla. Ja. Das ist voll nervig, wie springen, wenn man selber springt, ey. Ja. Das gibt es doch nicht. Ich kann fast nicht sehen. Weil echt so scheiße dunkel hier drin ist. Es ist Dark Country. Ja, die dunkelste Stunde im Dunkel Country. Ja, scheint es noch nichts irgendwie Geheimnis zu geben, weil wir keine Fässer oder so kriegen die meiste Zeit. Nein. Ich kann sagen, riskier es nicht. Ich kann nichts sehen. Ich sehe nichts. Da ist ein Abgrund vor dir. Spring, boom. Spring, boom. Danke. Genauso. Das ist ein Checkpoint. Cool. Gott sei Dank. Au! Ja. Ich weiß nicht, ob da was war. Cool. Immer noch ein bisschen mal mitnehmen, ne? Wäre besser. Oder du kannst auch runterfallen. Das ist natürlich auch ohne. Ich zieh das Ding her und dann. Dann fall ich runter, ne? Und dann mache ich einen Bauchklatscher in den Abgrund. Ja. Au! Oh, nee. Ich hoffe jetzt wirklich, da war nichts, was wir brauchen. Bin ich auch offen. Ich bin mir nämlich absolut unsicher. Da ist bestimmt doch hier irgendwie was, ne? Das kann sein. Aber wir sollten erstmal weitergehen. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Oh. Bis dich. Was bekommt man eigentlich, wenn man das hier auch 100% erledigt? Ja. Es ist halt einfach ein besseres Gefühl, 100% zu haben. Es fühlt sich einfach besser an. Ja, es fühlt sich besser an. Wusstest du das noch nicht? Haha, hast du den gesehen? Ja. Na, dafür machen wir das Ding. Alter, Gesundheit. Ja. Da ist der Reifen weg. Ja, da war er weg. Magie.
Und mal hat ja okay. Ja. Das nicht sehen. Ich denke, es direkt ja. Da war. Du bist fähig. Er hat mich getötet, räche mich. Ja. Dann ich ja. Ey, ich spiele ein paar Sekunden, dann sterbe ich. Hey. Der ganze Projekt schon, ey. Ich sag's dir, pass mal, im zweiten Teil wird's besser. Dann wirst du bestimmt 3 Sekunden überleben. Ich weiß, ich bin so einer, der die gerne Hoffnung macht. Ich glaube das noch nicht. Mal mehr als mal, wie es so weit ist. Ich sehe nichts. Ich kann nichts sehen. Oh, der ist ein Abgrund. Genau. Nein! Ja, warte, wieder etwas auf Screen, Arbeit auf uns. Bisschen was auf mich. Genau. Weil ich dich in die Identität macht. Hey, mir hilft nur wieder halb schau mit. Und dann auf Screen rein. Ja. Okay. Haben wir überhaupt irgendein Bonusspiel schon gehabt? Neben Level? Ja. Da gibt's schon wieder einer, was? Wo ist denn der? Da ist er. Ich kann den ganz dunkel sehen, ey. So. Oh, ich stopp das Level ab. Da müssen wir sowieso nochmal rein, oder? Also. Aber ich denke mal, wir sollten erstmal speichern. Erstmal speichern. Speichern. Ja, geh weg. 96%. Also fehlen uns jetzt nur 5%. Platform Perils. Das ist das letzte reguläre Level, bevor der Bus gleich kommt. Apropos, diese Crushers da kannst du selbst nicht besiegen. Wie komme ich da runter? Es gibt eine Plattform darunter. Ja, diese Crushers kannst du halt nur mit den Fesseln besiegen. Es genügt also nicht, wenn du auf sie drauf springst. Ah, okay, ich sehe schon. Ja. Irgendwo war, glaube ich, noch eine Plattform. Ganz weit hier drin, also. Boah. Was ist denn das für eine Verarschung? Ich glaube, du fühlst dich gemobbt, kann das sein? Echt? Ich meine ja nur. Ich hasse Rare. Hast du den gesehen? Nee. Au, au, au. Voll abzippt, zittern. Hat der mal voll abgeschmatzt. Da meinte ich, abgeschmatzt, aber bestimmt nicht. Ja. Auf dem Feuer mit den Fäusten. Richtig schön. Richtig schön ging's Gewicht auf. Hm. Ja, war genau wieder was ich eine Freundin verbündet habe. Ja, so richtig bam, was verstehst du? Bam! Jetzt halt nicht. Nee. Das ist schon ein uraltes, legendäres Video von so einem Bruce Lee Interview. Ja. Schon ein antikes Video auf YouTube. Richtig geil. Ja, macht schon so richtig Spaß zu kämpfen und so, ne? Aber ja, so üben macht mir nicht Spaß, ne? Ich will Leute nicht haben, ne? Nix wie üben, ne? Nee. Das ist genauso wie hier, wer würde mit Jackie Chan anprügeln? Mit wem würdest du eher kämpfen? Mit Jackie Chan oder mit Jet Li? Ja, weil nicht Jackie Chan. Genau, weil Jackie Chan würde keiner Fliege was zu leid tun. Ja. Sieht auch echt schwierig aus. Ja. Oh. Da siehst du, jetzt blockieren die mir sogar schon die Plattform. Und wie können sie es wagen? Sag mal was dazu, Donkey Kong. Danke sehr. Atem im Nacken.
Nein! Da unten war sogar was. Ja. Ich glaube, das war das letzte Booms-Level. Was? Wie ist das denn passiert? Ja. Ah! So, so 100 Mal einfach noch irgendwie darum. Nein. Gut. Oh, wie hab ich das überlegt? Ah ja, genau, ich bin ein Gott. Gott gleiches Game. Ja, Gott gleiches Game. Ah! Oh. Ich wollte so richtig angehen wie bei Cuphead. Weißt du noch das glorreiche Gameplay? Ja. Ich stehe einfach. Das gibt's einfach nicht. Ich bin einfach Gott, ne? Wieso bin ich von diesem blöden Biber getroffen? Immer diese Biber, ne? Der hat keine Stacheln, der hat keine vernünftigen Schneidezähne. Der hat gar nichts. Ein Mario, das ist rund, daran kann man nicht sterben. Was? Jetzt? Wieder ein Zitat von Let's Player. Muss mir gleich mal zeigen. Ja. Ja, ne? Ich möchte ja nichts sagen, aber ich glaube, ich bin runtergefallen. Bzzz. Das heißt gerade knapp, ey. Ja, knapp ist mein zweiter Vorname. Boah! Was sollte das denn? Wolltest du damit irgendwas bezwecken? Ich frage nur. Ich würde mal ein anderes Spiel außer Jump'n'Run sehen. Ich fange langsam an zu glauben, ich bin nicht so gut in diesem Spiel. In dieser Spielart? Ja. Ich hab dir ein anderes Spiel angeboten, aber ich weiß ja nicht, ob du drohst. Ja. Und ist ein anderes Genre. Ja, aber halt nicht. Oh. Ich glaube, der Bibelbaum wollte nicht die Plattform mit dir teilen. Wie kann das wahr? Ja. Gleich mit dir auch jetzt gerade ein bisschen. Das war eine Plattform. Geh weg, Biber. Niemand mag Biber. Ne? Ja. Ich gleite einfach hinter dir her. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh no. Das war echt nicht schlecht. Ja, wirklich, die Mundi musst du jetzt treffen mit den Fässern. Weil du kannst nicht auf sie drauf springen. Oh. Oh Gott, ne? Das war knapp, ey. Was? Oh. Muss schon weitergehen. Oh, ich dachte, ich muss da genau. Oh. Ah, wird schon. Ja, wir sind ja eh. Das letzte Level. Nee. Das ist der letzte reguläre Level und danach kommen ja nur zwei Bosse. Das war jetzt gerade knapp. Ja. Alter, ganz ruhig. Sei bloß vorsichtig. Ganz ruhig, Arschgaul, ganz ruhig. Was? Ganz ruhig, Arschgaul, ganz ruhig. Alter! Ah, okay.
Pjum. Ich wollte schon sagen, was macht der? Achso. Ja. Hm. Im Hintergrund wieder Donkey Kong mit Life Crisis. Ja. Lass es endlich enden. Ich sollte öfter meine Mutter anrufen. Okay, wir haben das Level geschafft, und zwar zu 100%. Dann haben wir noch den Boss hier kaputt, oder was? Ja, und dann geht's im nächsten Part, das große Finale. Ja. Haben wir jetzt nur in der einen Level, ja? Ja, jetzt haben wir noch ein Level. Aber erstmal. Nein, haben wir die eine Level nur Sachen verpasst. Ja. Ja. So, Necky's Revenge. Okay. Na, den kennen wir noch, ne? Da ist er. Ja, der hat mich gewonshottet. Eine Sekunde. Ja, der hat einen One-Shot auf dich gemacht. Ja, der kann jetzt übrigens mehr Nüsse spucken. Geil. Eins, zwei, drei. Bam! Jetzt nochmal. Eins. Au! Oh, nee. Einmal noch. Zwei, drei, vier, fünf. Spring auf ihn! Hier, ihr Leben! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Komm da her. Ist er down. Da ist er down, da ist er down. Aha. Ich gebe meinen Boss auf mein Konto, mehr oder weniger. Ein bisschen. Ja gut, okay, dann würde ich mal sagen, dann war es das für diesen Part. Und dann gibt es im nächsten Part das große Finale. Nö, ich hänge dann so da dran. Also wir können den Part jetzt hier kurz schneiden. Und ich hänge dann an diesen dran, weil ich nehme an, wir brauchen jetzt nicht so 10-20 Minuten für den Final Boss, oder? Na, oder wir könnten jetzt ja noch das letzte Level machen und da versuchen, das letzte Secret zu finden. Und dann halt den Part beenden und dann Ja, ich will aber nicht für den finalen Boss extra einen Part machen. Ja gut, okay, komm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach einen extra langen Part draus. Ja, machen wir das. Da lang. Ja, da lang. Oh, jetzt muss ich mir den ganzen Weg dahin laufen. Das war's. Gut, dann werden wir es noch einmal speichern. Dann können wir es rausschneiden. Wir haben jetzt 100%. Ja. Coole Sache. Dann würde ich mal sagen, dann gehen wir jetzt ab ins Finale, ne? Ja. Bock. Voll okay. Platt. Ja. Galionsplanken. Da ist er. Hey, was geht? Oh. Der ist aus Smash Bros. Ja. Oh. Alles, was der macht. Nein, das wird nicht. Oh! Wie gesagt, der lässt einfach Kanonenkugel von mir berechnen. Oh, das ist magisch. Er ist ein Zauberer. Oh! Die Riesenbanane. Die will ich. Ich will die auch. Hol die mir, die kommen. Hol sie mir. Was machst du da? Bonk. Da will ich weggehen. Warum? Also nochmal. Also ich muss schon sagen, kennen wir keinen DK-Pass. Oh! Die passt irgendwie nicht so zum finalen Boss, finde ich. Wie von fröhlich die Musik. Das sind wir ja die Bösewichte. Nee, wir nicht. Das sind ja die. Nee, nee, nee. Musik sagt mir was anderes. Müsste eigentlich für so ein epischer Chor kommen. Oh, sie singen. Das wird nicht passen. Boah, ich bin davon getroffen. Wir sind mit schon Kanonen da oben. Vor allem hier auch gerade. Wo kommen die überhaupt her? Dann lässt die einfach vom Himmel regnen. Boah,
Es regnet Kanonen. Steht heute im Wetterbericht. Ja, wir müssen ihn 9-mal treffen. 9-mal meinst du? Auf Dings, Turns, ich meine. Nee, Turns war aber gar nicht dabei. Ja, ich meine, muss aber halt, die muss man auch 9-mal treffen. Da ist er down. Ja, oder okay. Aber ja, irgendwie nicht so. Ich weiß nicht. Credits! Hey, Credits wird mit C geschrieben. Egal. Charakters auch, what? So, the end? Ja. Wir haben 101% oder so. Wir haben erst 100%. Ja. Das war natürlich noch nicht das Ende. What? Du hattest recht, er muss 9-mal getroffen werden, damit er darum geht. Aber wir sind jetzt in seiner letzten Phase. Aber wirklich viel macht er jetzt auch nicht mehr. Ja, das war ausgetrickst. Warum kamen denn die Credits, Mann? Ja. Das war sein Trick. Denn jetzt heißt es 1, 2, 3, vorbei! Da geht er down. Okay. Und ich steck die Banane ein. Das war's. Gut. Ja. Gut gemacht, meine Jungs. Ich hätte gedacht, dass so mit einer Snapper wie ihr irgendwas schafft. Eine ganze Kremling-Horde alleine besiegt. Da lacht das stolze Opa-Herz. Ja, wir sollten mal in unser Lager gucken. Ich glaube, da finden wir eine ganz gute Überraschung. Donkey, my lad. Okay. Ich hab Donkey, my lord verstanden. And from absolutely everything. You're nearly as good as I used to be. Aber nur ein bisschen. Ja, aber nur ein bisschen. Da. Aber nur fast. Achtung. Hier, Hort. Boah. Geil. Wir haben es geschafft. Heute Abend feiern wir. Ja. So. Aber nur heute Abend, weil mehr reicht da nicht. Cast of Characters. The Bad Guys. Hier kommen sie. Naughty. Nicky. Army. Scheint doch so ein Trend gewesen zu sein, als früher die ganzen Charaktere irgendwie immer auftauchen wollen. Ja. Der hier Zinger. Aber ich habe mich schon immer gefragt, wie Let's Player irgendwie die Namen von allen Leuten irgendwie. Hier, Monkey Kong. Da, hier, Mini-Necky. Machine Gun. Ein Coconut-Typ. Ja. The Aquatic Bad Guys. Bite Size. Croctopus. Chomps Junior. Chomps Senior. Chomps. Clumbo. Squitch. What? What? The Kremlings. Kremlings. Ritter. In allen Formen. Ja. Klump. Crash. Bandicoot. Claptrap. Rock, Rock, Crusher, Debosser, Very Gnoddy, Master Necky, Queen Bee, Really Gnoddy, Dumbadurum, eine Trommel, Master Necky SNR, Senior. King K. Rool. Die guten Typen. Bambi. Ja, jo, Bambi, was geht? Hey, Rambi. Expresso. Macchiato. En garde. Arme Winky. Ist gar nicht wieder viel Schieß, ey. Und Squawks. Die Kongs. Bin ich jetzt dran? Nein. Funky Kong. Yeah. Candy Kong. Oh ja. Ja, ja, jetzt bin ich dran. Cranky Kong. Oh. Oh. Diddy Kong. Und Donkey Kong. Oh, what? Okay. Boah. Geiles Spiel. Oh. Champion. Ey, DK. Was ist? Pass mal. Guck mal da. What?
Will mich verarschen. Deswegen muss ich zur Therapie. Alter, was soll das? Na. So. Oh, Kinderschändung. Was? In den Finger gebissen. I did this using one life. And it took less than an hour. So, jetzt haben wir hier die wahren Credits. Gut. Ja gut, okay, Daniel, hol dein Fazit. Ich bin wütend. Aber komm, gib's zu, es hat doch ein bisschen Spaß gemacht, ne? Ja. War ein relativ schnelles Programm, weil wir mussten uns ja irgendwie helfen. Wir sind innerhalb von fünf Stunden fertig geworden? Ja, kommt so hin. 5 Stunden, also, und wir haben weniger Parts gebraucht als Super Mario World oder Super Mario Bros. 3. Ja. Wir sagen nicht so lange das Spiel. Ja. Also Donkey Kong Country 2 wird auf jeden Fall etwas länger sein. Ja. Aber ich denke mal, das nächste, worauf ich mich jetzt einstellen muss, ist Super Mario Bros. 2. Ja. Ich kann mich vage erinnern, das früher gespielt zu haben, aber... Ich hab's auch gespielt, aber ich habe es nie durchgespielt. Noch nie. Ja, dann wird's ja jetzt Zeit. Das liegt auch daran, weil das Spiel so scheiße schwer ist. Schwer sagt, geht es eigentlich nicht so aus. Es ist nur so, nicht untypisch. Ja, es ist halt wirklich untypisch für ein Mario-Spiel. Ich meine, du springst nicht auf die Gegner, um sie zu besiegen. Ja, du nimmst sie einfach und trägst sie irgendwo hin. Genau. Hier, der originale Donkey Kong Creator. Shigeru Miyamoto. Ja. Geil. Und Producer Rare, presented by Nintendo. Ja, würde ich mal sagen, das war's dann. Dann war ein relativ kurzes Let's Play. 7 Parts. Und dann können wir jetzt auch mal eben sehen, ob wir auch 101% haben. Ja, bestimmt. Du musst auf was drücken. Ja. Ja, 101%. Wir haben es geschafft. Mit Sternchen. Mit Sternchen in 3,5 Stunden? Nee. Ja. Gut, dann. Dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Abonniert, liked und kommentiert. Genau. Auch mal mit dem Mario Master. Dankeschön. Und abonniert auch Daniel LP für weitere wunderbare Let's Plays. Er ist, wo ich auch hin und wieder mal dabei bin. Ja. Denn, weil, wie wir alle wissen, wenn ich dabei bin, wird es auf jeden Fall witzig. Ja. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Na, tschüss. Bye bye.